Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Heute für den 16.03.2021. Ja, wie ihr schon sehen könnt, war heute eher ein roter Tag. Also, was heißt roter Tag? Es war eigentlich die ganze Zeit grün, bis kurz vor 19 Uhr, bis vor einer Stunde. Dann ist es jetzt in den roten Bereich gegangen. Gerade sind wir bei minus 0,46%. War hier teilweise am Tag auch schon mal bei plus 135,93 €, also 2,37%. Denn das Knockout-Zertifikat, das Xiaomi Knockout-Zertifikat lief sehr gut und ich hatte da einen Stopppreis eingegeben. Das wurde auch heute Nachmittag so ausgeführt. Können wir uns ja einmal kurz ansehen. Ja, 16. Genau hier. Einmal habe ich ein Knockout-Zertifikat wieder auf den Nasdaq 100 gekauft, Long. Limitkauf zu 11,13 €. Habe ich auch wieder verkauft. Hier zwei darüber. Ungefähr so 7 € plus gemacht. Ist jetzt nicht sonderlich viel. Wie man im Tagesverlauf sieht, hätte man lieber noch ein bisschen gewartet, aber kann man natürlich leider vorher nicht wissen. Deswegen passt das schon so. Ja, dann die größte Veränderung, sage ich mal, im Depot. Ich habe heute AMC Entertainment verkauft. Ich hatte ja hier ein Buy-in von circa 17 € noch was. Habe dann jetzt letzten Endes ja alles verkauft zu einem Preis von 11,50 €. Ich dachte mir eben, ja, bevor es jetzt wieder krass einstürzt, nimm das einfach mit und die 300 € Verlust sind dann eben so, aber wenigstens nicht noch mehr Verlust. Ich weiß gar nicht, wo AMC jetzt gerade steht. Bei 10,70 €. Also hier war es nochmal ein bisschen angestiegen, aber ja. Hätte ich es mal hier verkauft, da ist es nämlich gesunken und dann dachte ich mir, okay, jetzt machst du da eben einen Limitpreis rein und dann wurde es ausgeführt und ich habe alles verkauft. Bin ja zufrieden, deswegen ärgere ich mich da jetzt auch gar nicht und bin einfach froh, dass die Sache jetzt endgültig mit AMC durch ist bei mir im Depot und allen anderen, die da noch Positionen haben, wünsche ich auf jeden Fall viel Glück und das Beste. Dann, wie eben schon erwähnt, hier habe ich einen Stopppreis beim Xiaomi Knockout-Zertifikat reingehauen und das wurde auch ausgelöst. Habe dann ungefähr, ich meine, es waren so um die 75 € plus gemacht. 23,44%. Bin ich auch echt sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Freut mich mega. Und es ist dann ja nochmal ein bisschen gesunken. Können wir uns gleich auch nochmal angucken. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich jetzt vielleicht die Tage nochmal reingehe und nochmal so ein Knockout-Zertifikat kaufe. Das muss ich mir alles noch überlegen. Ja, dann wurden meine Sparpläne heute noch ausgeführt. Also Zalando als erstes hier, dann Walt Disney, Facebook und Visa. Und eben hatte ich noch eine Limit-Kauforder erstellt, habe die aber wieder storniert. Und können wir uns gleich auch nochmal angucken, wo da jetzt der Kurs liegt. Außerdem war es heute ja noch so, dass, können wir uns auch mal angucken, nämlich Volkswagen, habe ich heute so ein bisschen beobachtet. Da war ja, oder ist ja immer noch heute Earnings Call und bei Volkswagen ist ja ein Joint Venture mit Porsche geplant und außerdem planen sie ja noch 6 sogenannte Gigafabriken. Ich hatte mir so ein Mini-Future hier angeguckt. Kann ich euch kurz mal zeigen. Genau, hier. Und ich habe angefangen, ihn zu beobachten. Da war es ungefähr,
hier so bei 2,50 €. Also so gegen 12 Uhr mittags. Dann dachte ich mir, soll ich da jetzt vielleicht reingehen oder nicht? Habe dann aber trotzdem abgewartet erstmal. Ist dann ja nochmal ein bisschen gestiegen. Aber dann wieder deutlich gesunken. Hier wieder gestiegen. Also ich weiß nicht, ob sich das letztendlich gelohnt hätte. Gerade steht der hier bei 2,43 €. Ja, Knockout wäre hier bei 193 €. Volkswagen steht gerade bei 208 €. Ja, wie gesagt, könnt ihr mal schreiben, ob ihr das gemacht hättet oder vielleicht habt ihr es ja sogar gemacht. Ich weiß gar nicht, wann Volkswagen das letzte Mal bei 193 € stand. Das war gestern. Okay, also schon ein sehr, sehr, sehr hohes Risiko. Hebel hier bei 8,36. Ja, letztendlich bin ich froh, dass ich mich dagegen entschieden habe und ja, werde ich aber weiter beobachten, weil ich es eben sehr spannend finde. Dann können wir auch mal kurz, genau hier, weiß ich noch nicht genau, ob ich vielleicht eventuell gleich irgendwann vielleicht nochmal einsteigen werde, wenn es hier wieder so unter die 11 € kommt. War ja heute, also ist dann ja nochmal enorm gestiegen, hier das Knockout-Zertifikat auf den Nasdaq 100. Ja, werde ich einfach abwarten oder vielleicht können wir auch sogar zusammen hier eine Kauforder aufgeben. Dann ist das vielleicht für den einen oder anderen auch sehr interessant. Kann ich jetzt mal kurz machen. Also, hier oben steht ja, ich habe gerade 1.800 € zur Verfügung. Ich will so 60 Stück kaufen oder sagen wir mal 55 Stück zu einem Limitpreis, immer zum Limitpreis von, machen wir mal 10,99 €. Ja, ich glaube, ja, okay, doch 60. Und dann passt soweit alles. Kaufen. Okay, wenn es jetzt bei dem Wert ist, dann wird eben die Order durchgeführt. Bin ich ja mal gespannt. Vielleicht ja sogar jetzt noch in dem Video. Wäre ja auf jeden Fall sehr lustig, wenn das jetzt noch passieren würde. Ja, dann das Xiaomi Knockout-Zertifikat. Das war, ich meine, das hier. Genau. Das hier wurde dann ja, also ich hatte da ja einen Stopppreis von 1 €. 1,04 € eingegeben, wurde auch ausgeführt. Hier ist es nochmal stark gesunken, aber ja, hätte man vielleicht hier nochmal nachkaufen sollen, aber gut, was soll's. Bin auf jeden Fall zufrieden und will da auch auf keinsten Wege meckern. Ja, gut, dann gucken wir uns mal die restlichen Aktien im Depot heute an. Tesla heute Nachmittag nochmal sehr stark gesunken, 3,66% im Minus gerade oder 21,6%. Ja, was soll man dazu sagen? Also die letzten Tage liefen ja auch extrem gut, deswegen ist das jetzt völlig normal. Auch hier gibt es neue Nachrichten. Ja, deswegen ist das, denke ich mal, völlig normal, dass das jetzt auch wieder sinkt, nachdem die Woche eben so extrem gut war. Also hier waren wir ja teilweise fast wieder bei 600 € pro Aktie. Und mal schauen, wo die Reise diese Woche jetzt noch hingeht. Dann PayPal sieht ähnlich aus wie bei Tesla, der Tagesverlauf. Hier nachmittags auch wieder gesunken, war eigentlich den ganzen Tag hier im Plus. Gerade bei minus 0,26% oder 55 Cent, aber es steigt jetzt wieder so ein bisschen an. Vielleicht kommen wir noch in den positiven Bereich. Ja, auch hier gibt es nicht wirklich etwas Neues. Ich hatte mir erst überlegt, da ich ja jetzt eine Menge Geld hier zur Verfügung habe, ob ich vielleicht PayPal nochmal nachkaufen sollte, aber ja, das warte ich erstmal ab und dann eventuell noch mal schauen.
Stormco leider auch wieder sehr stark gesunken und hier bin ich jetzt auch nur noch 2,25% im Plus. Ja, schade auf jeden Fall. Ich hatte ja leider zu einem ganz blöden Zeitpunkt nachgekauft. Das war so zu, ich meine, 76 Euro, also nachgekauft. Ich hatte ja erst ein Buy-in von circa 35 und ja, ist jetzt nicht schlimm, aber mal gucken auch hier, wo die Reise weiter hingeht. Dann Nokia, kann man sagen, jetzt so die letzte Wall Street Bets Aktie, die ich hier im Depot habe. Da werde ich mal warten, wie das Anfang April wird mit dem Relaunch des neuen Smartphones. Ob das jetzt irgendwie krass den Kurs beeinflussen wird oder nicht. Ja gut, hier eher negative Stellen, Nachrichten. Nokia streicht bis zu 10.000 Stellen. Ja, gut. Mal gucken, wie es dann hier so zukünftig weitergehen wird. Die Woche lief ja auch eigentlich relativ gut. 5,71% im Monat, 1,17%. Ne, ist hier aber ja, Anfang März nochmal ganz gut nach oben gegangen. Mal gucken, wie es hier dann Anfang April aussehen wird. Ja, NanoRepro auch sehr stark heute gesunken. Teilweise hier bis auf minus 11,56%. Jetzt wieder so zum Schluss des Tages gestiegen. Aber ja, nichtsdestotrotz immer noch im Minus 2,72% oder 40 Cent pro Aktie. Aber auch hier werde ich warten. Und ja, auch hier neue Nachrichten. Falls das jemanden interessiert, kann er das natürlich sehr gerne nachlesen. Ja, dann Xiaomi. Wenn es jetzt mal laden würde. Xiaomi heute 14%, 14%, das wäre schon enorm viel. 14 Cent plus gemacht oder 5,25%. Ja, hier einmal kurz einen Dip nach unten gehabt, 3,6% hier, aber trotzdem noch im Plus gewesen. Bin hier auch nur noch an 18,48% im Minus und auch hier gibt es nächste Woche Geschäftszahlen. Mal gucken, ob ich dann vielleicht ja, eine Woche davor oder ein paar Tage davor nochmal so ein Knockout-Zertifikat auf Xiaomi kaufe, weil an sich sollen die Geschäftszahlen ja relativ gut aussehen. Da bin ich auch mal gespannt, ob sich das bewahrheitet. Ja, muss ich mir aber wie gesagt nochmal gründlich überlegen und dann eben spontan entscheiden. Ja, Spineway hat sich heute mal ein bisschen mehr getan als die restlichen Tage, auch wenn es ja nicht sonderlich spannend war. Hier auf einem Höchstwert von 0,0021 Euro, hier am tiefsten bei 0,018 Euro. Ja, im Minus, minus 10% oder plus 5%, also wirklich nicht sonderlich viel passiert. Dann meine Sparplanaktien. Walt Disney steigt gerade wieder so ein bisschen bei in jetzt insgesamt hier bei 162,91 Euro. 3 Cent im Plus, wirklich nicht viel, aber wie gesagt, es ist oder es sollen Aktien sein, die ich eben langfristig halten möchte. Deswegen ist das jetzt nicht schlimm, falls sie im Minus wären. Facebook auch wieder schön gestiegen, 2,64%. Auch hier heute nachgekauft, also der Sparplan wurde eben ausgeführt. Buy-in jetzt hier bei 229,09 Euro. Und hier bin ich 64 Cent im Plus. Dann Visa, Buy-in 182,94 Euro. Ja, hier 1% heute plus gemacht und insgesamt hier 3,16% im Plus. Und zu guter Letzt Zalando, heute Earnings Call. Ja, Zahlen sollen ja auch relativ gut aussehen. Vor allen Dingen sind ja auch sehr viele Neukunden dazugekommen aufgrund der, ja, Krise. Ich
Und hier mit 2% im Plus bislang. Aber wie gesagt, diese letzten vier Aktien sind natürlich alle langfristig zu betrachten, weil ich die eben monatlich zweimal bespare und das eben ja langfristig machen möchte. Ja, gerade bei 0,26%, also wie ihr seht, es steigt so ein bisschen. Vielleicht wird es in den positiven Bereich kommen, wenn ich das Thumbnail mache. Mal gucken. Können ja auch noch mal gerade gucken, wo der Nasdaq 100 steht, wo ich gerade ein ja, eine Limit Order aufgegeben habe. Okay, wird wahrscheinlich noch ein wenig dauern, bis es ausgeführt wird. Ob es überhaupt ausgeführt wird, ist natürlich die andere Frage. Ja, aber hier werde ich abwarten und dann mal gucken. Genau, ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, ansonsten würde ich sagen, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euer Tag lief. Das würde mich natürlich auch interessieren. Was ihr heute so getradet habt, das interessiert mich natürlich auch immer. Lasst es mich gerne wissen und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann.